Hallöchen und willkommen zurück bei dem Sword Art Online Fatal Bullet. Ich persönlich habe schon länger nicht mehr gespielt, aber ihr merkt davon nichts, weil ich davon noch nichts hochgeladen habe. Ja. Gut. Wir sind hier und ich weiß überhaupt nichts mehr. Ich glaube, man hat eh noch nicht so viel erlebt. Haruka war dein Name, gell? Was ist eigentlich meine Aufgabe? Ich kann nirgends. Hauptquest. Du bist hier, das ist mir schon klar. Freundesliste. Grüß dich, hallo. Hatten wir die Begegnung nicht schon mal? Kirito, danke fürs Hinzufügen. Hatte ich doch auch schon. Ja, ich erinnere mich. Die ganzen Charakternamen habe ich schon durchgescrollt. Ich würde hier noch mal kurz gucken. Quest schon. Was ist eigentlich gerade meine Quest? Ngame? Keine Quest zum Ngame. Perfekt. Okay, dann gehe ich einfach mal. Oder warte. Mannschaft, Schatz. Okay, Haruka, bei dir gab es doch noch eine, ich habe Lust auf eine neue Frisur. Nein. Ja, mir geht's aber großartig. Kannst du die Kampfeinstellungen ändern? Okay. Gesteneinstellungen. Mit dieser Option kannst du die Gesteneinstellungen. Bitte lege meine grundlegende KI-Routinen fest. Okay. Dadurch werde ich mich bei Kämpfen hauptsächlich auf das Angreifen konzentrieren. Angriff oder Heilen, okay. Also sie ist gerade auf Angriff positioniert. Glaube ich jetzt einfach mal. Welches Verhalten soll ich zeigen? Keine Ahnung, es gibt gerade keine Auswahl. Stoisch? Also heiter und stoisch. Okay. Niedlich, eifrig, ernst. Also momentan ist heiter. Sind diese Ausgangseinstellungen okay? Ich erkenne da keinen Unterschied, tut mir leid, aber ich bleibe bei Heitor. Okay, das habe ich. Dann verlassen wir das Gebäude und zwar... Ich einfach noch raus. Und
dann sehe ich ja, was als nächstes abspielt. Solange der Ladebildschirm da ist, kann ich ja was vielleicht was Kurzes sagen. Vielleicht was erzählen, was mir gerade spontan einfällt. Seit ich das Spiel angefangen habe, habe ich irgendwie wieder Bock, Sword Art Online den Anime durchzugucken, was ich auch mache. Hey Haruka, was ist denn so los? あなたでしょ。初めまして。私はデイジ。デイジ、タイプXです。急に走ったら危ないわよ。デイジちゃんとマイゴちゃん。マスター、私の運動に関するプログラムは規定値をクリアしています。この程度の走行で転倒や衝突は起こしません。どうかご安心を。 あなたたちのような可愛い子には別の危険もあるの。私のそばから離れてはダメよ。承知しました、マスター。あなたが迷子ちゃんのマスターさんかしら。いや、そう、rein zufällig。この迷子ちゃん、血のデイジーちゃんと同じタイプXです。レア中のレア。ほら、アンドスフォーシャンに上手に聞こえるセリスカ。 Sorry, ich habe dir gerade nicht zugehört. Also, ich sehe, dass du dich für einen X-Typen handelst. Um einen. Wie meine Daisy. Ja. Irgendwie komisch, dass ich vor kurzem die 5. Staffel von Marvel's Agent of S.H.I.E.L.D. durch habe. Heißt ja da auch so ein Agent Daisy, deswegen kam das jetzt gerade ein bisschen plötzlich, dass jetzt dieser Name hier auftaucht. Zufall. Also alle, die irgendwo so ein Ding haben. Ja, und ich habe zufälligerweise nicht. Das stimmt, du bist sehr scharfsinnig. Warum hat man immer nur zwei Auswahlmöglichkeiten? Ich will hier nicht so wie bei Wer wird Millionär Entscheidungen treffen müssen, was ich eigentlich trotzdem cool finde. Aber dann bitte verständlichere Antwortmöglichkeiten. Ich kriege einfach das Oberste. Achso, ich habe jetzt nur den Text überflogen und nicht richtig mitgelesen. Vieles nicht öffentlich, aber so bekannt, über sie bekannt. Besonders nicht über X-Typen, aber es kommt hier einfach vor, dass sie auf verschiedene Weise den Besitzer wechseln, wie
bei jedem anderen Gegenstand den Titel. Okay, wusste ich nicht, dass sie sich verlaufen. Das hört sich so dumm an. Alles hört sich dumm an. Darüber, als wenn ich mit mir feste Freundin hätte. Oder als wenn sie meine feste Freundin wäre oder so. Es zu beschützen. Von den S. Klar gebe ich mein Bestes. Mal kurz überflügeln, was die so gelabert hat. Ich mach's mir nichts aus, wenn die anderen dich auch Haruka nennen, aber gut. Wenn Kimitos Freunde sie Ray nennen. Ich finde halt Ray so ein Zwiename. Ray ist auch Frauenname als auch Männername, weil es gibt auch Männer, die heißen Ray. Oder Ray Lee, keine Ahnung. Ray Lee Johnson oder Ray Ray. Hey Ray, bring mir mal den. Coke. Sie heißt nicht Ray. Oh gut. Also eine dumme Frage, wenn irgendein Spieler den Charakter auch als Ray bezeichnet. Wie funktioniert das dann? Wird dann gesagt, mein Meister darf Ray sagen, aber seine Freunde, oder wie anders ausgesprochen, nur mein Meister darf mit wahren Namen sagen Ray. Und die Freunde nennen mich auch Ray. So in der Richtung, wenn ihr versteht, was ich damit sagen wollte. Ich kann es halt jetzt schon nicht hundertprozentig wiedergeben, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich damit meine. Scheiße, jetzt habe ich wieder nicht mitgelesen.
Ich finde es interessant, dass es nur von seinem Meister richtig angesprochen werden möchte. Ein derartiges Verhalten habe ich noch nie bei einem X-Typen beobachtet. Sorry, ich habe meine sprachliche Lesekünste. Niedlich, oder? Oh, wahrhaft einzigartig. Ich finde es immer so geil, dass man seinen eigenen Charakter hat. Und seine eigene Charakterfreundin. Wo man seine eigene Geschichte spielen darf. Okay, tschüss. Wenn ich auch mal Tschüss sagen darf. Aber ich sage, es hat gepasst. Jetzt kommt wieder das. Korea. Korea. Hero. Hey, Hero. Bist du da? Ich bin's. Nee, weil Korea steht auch von beim Absender. Ich will dich etwas fragen. Ich warte auf dich in deinem Zimmer. Beeil dich. Wird das was Intimes? Sie steht immer hinter mir. Was echt das? Okay, dann zurück ins Zimmer. Eigentlich war ich da erst, aber nun gut. Ich bin gespannt, wie die Kämpfe losgehen. Okay. Du bekommst deine Streicheleinheit. Besser und stärker werde, kann ich dir kaum helfen. Ja. Die Funktionsweise, okay. Lass uns Tyrion Crew einladen. Das ist sicherlich gut. Um zu leveln. Ich frage mich, ob das verschiedene Auswirkungen hat, ob man alleine geht oder ob man das mit Tyrion gehen hätte können, also in der Richtung. Also besiege den Gebietsboss. Okay. So hart sogar. In der Steuerzentrale der Rede.
Zweite Sache, habe ich eigentlich jetzt nur meine Standardpistolen als Ausrüstung oder hatte ich da jetzt noch eine dritte Waffe sozusagen im Inventar, weil ich habe ja zweimal die gleiche und dann gab es ja noch eine dritte Waffe. Ja. Wie war das jetzt mit der Karte? Wie kann ich das bewegen? Okay. Teleporter ist also der da unten. Okay. Wir mal dahin mit Max Geschwindigkeit. Wohin möchtest du denn gehen? Das hier. Zur Reling nenne ich das jetzt einfach mal. Ich habe nicht auf die Uhr geachtet, wenn ich mich schon aufnehme. Naja, was soll's. Die letzten Male waren es ja schon über eine Stunde erfolgen. Wieso sieht ist das mein Team? Schnellreise ist Kai. Da ist Haruka, da ist Korea und Kirito ist dabei. Okay. Dass man nicht so drüber gehen kann, also sich anlehnen kann. Gut so. Enemiga! Sniper, Chewie! Ja, der macht das schon. Nice!
Okay. So, das ist doch nur dieser Ebenenbox-Teil. Verbraucht oder so.
Ecke! Heiter! Heiter! So, was für ein Geballer. Da oben ist eine Truhe. Ja, man kann Doppelsprung machen. Zweitwaffe. So,
Gehen wir mal dahin. Zum Dungeon kreisen. Hier aber nicht. Das ist doch ein bisschen.
Wahrscheinlich habe ich eine Diplo-Status. Vielleicht kann ich sie noch nicht tragen oder so. Man musste zuerst die Seite aufmachen und jetzt diese Seite. Und dann konnte man jetzt hier dieses Haupttor. Es ist ein Abkämpfer. Natürlich praktisch. Hey! Danke! Mann, ist das mal. Und ich hab's nicht gesehen, wer ich glaube Kirito Boss. Mal kurz. Ah, Kirito Boss.
das Zeug. Teleporter nach Hause. Coins. Cool. Insgesamt mehr als 25 Credits an Beute verliert. Du erhältst 12.000 Credits. Yes, level up. Level 9, okay. 21 schon. Level up. Haruka ist dann das gleiche Level. Level up. 25. Interessant, interessant. Aber Kimito tue ich dann umtauschen zu meinem Beifuß. Ich bin doch zu Hause. Oh, ich okay. Glaubst du, Spaziergänger sind wirklich so tough? Nein, warte. Spezialgegner. Wahrscheinlich. Wie stark glaubst du wohl, mir juckt in den Fingern gegen einen zu kämpfen? Ich wette, ich würde im Rang aufsteigen, wenn ich einen wirklich starken Spezialgegner besiegen könnte. Willst du mal einen bekämpfen? bei eurer Erkundungswelt Spezialgegner bezeichnet, doch wenn der Level und Unterschied zwischen Gruppe Gegner hoch ist, könnte dies euer aller Ende bedeuten. Okay. Sie ist weg. Haruka, wo ist sie hin? Ich weiß nicht, wer das ist. Wenn hier gerade so ein Shop in der Nähe ist, kann ich da auch diese eine andere Waffe verkaufen.
habe ich nicht geguckt, wie viele Credits ich jetzt habe. Naja, was soll's. Was denn du? Ich möchte nach Hause. なかなか手強いボスだったな。 みんなが協力してくれて助かったわ。 で、どんなパーツが手に入ったの？ Das heißt alle. Wir waren doch sozusagen alleine bis auf Kito. 頭が良くなりました。 Okay. Inwiefern fühlst du dich klüger? Kinko-の機能が拡張されました. これで預金や運用ができるようになりましたよ. Nein, echt. マスターの平べったいお財布を分厚くできます. Okay. それはかなりすごい能力だけど. いきなりレイちゃんにお金を預けるのはちょっと不安ね。 SBC フリューゲルのことは何か思い出したかい？ はい、少しですけど。 だからアファシスはみんな SBC フリューゲルの鍵を持っているのです。 そういう設定なのか。 よし、 次のパーツの情報を集めようぜ。 Mhm. Aber das jetzt nicht jetzt, sondern in der nächsten Folge, wenn es geht. Speichern. Doppelteilpressor. Skills. Sie das gleiche. Keine Ahnung. Sind Gadgets. Kann ich auf meinen Inventar zugreifen? So, gell? Hier Ausrüstung. Kann ich das nicht benutzen? Thank you.
Waffen. Na gut, dann sage ich jetzt mal tschüss, bis zur nächsten Folge und ich hoffe, es hat euch weiterhin gefallen. Tschüss!